Also ich komme aus der Ecke der dokumentarischen Autorenfotografen. Also das ist meine Herkunft. Ich bin auf Archivbilder gestoßen bei Recherchen zu meinen dokumentarischen Projekten. Themen der jüngeren deutschen Geschichte, die ziehen sich eben wie ein roter Faden durch alle Arbeiten. Die RAF war eine linksextremistische Terroristengruppe, die unter anderem teilweise aus der Studentenbewegung oder aus der Protestbewegung der zweiten Hälfte der 60er Jahre hervorgegangen ist und die erste Generation dann im Grunde genommen 1977 im deutschen Herbst dann auch zu Tode kam und die Organisation dann aber sich, glaube ich, 1993 in der dritten Generation dann endgültig auflöste. Die Möglichkeit überhaupt mit diesem Material zu arbeiten, wie ich arbeite, ist die Voraussetzung, dass die Bilder keinen Autor haben. Also natürlich wurden sie von einem Fotografen oder wurden sie fotografiert, es bildet sich im Archivbestand überhaupt nicht ab und in der Regel kann man gar nicht rekonstruieren, wer diese Bilder gemacht hat. Was einfach unheimlich viel Material. Also es wurde einem dann klar, wie will man das als Einzelner bewältigen und man musste Prioritäten setzen. Und gleichzeitig muss man aber im Archiv immer alles anschauen. Man kann nicht nach einem Findbuch gehen. Man muss alles anschauen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich diese Arbeit nie angefangen. Also ganz sicher. Ja, ich fand es eben sehr interessant, nicht alles sofort offen zu legen, was man sieht. Und also das führt ja auch manchmal den Betrachter sozusagen auf falsche Fährten. Und er glaubt zu wissen, was er sieht. Und also in den Büchern ist es in der Regel ein Appendix, wo man alles zuordnen und kontextualisieren kann, wenn man möchte. Das ist auch das Interessante an Fotografie, dass sie eben auch sehr enigmatisch sein kann oder uns eben auf falsche Wege führt. Also es ging nicht um dieses Spiel, um des Spiels willen, sondern einfach auch sozusagen der Komplexität des Materials auch gerecht zu werden.